So, YouTube. Wir sind immer noch im Abrissmodus. Ihr habt nichts verpasst. Außer, dass ich gerade nicht klicken kann. Ah, jetzt. Und wir wollen unsere Sachen anschließen. Und das werde ich auch tun. Auf dieser Höhe. Wir nehmen einfach das von dem anderen. Oh, und die sind genau alle geworden. Alle geworden? Sagt man das so? Die sind alle geworden. Ja, sagt man so, nicht? Klingt irgendwie komisch. Kennt ihr das, wenn manchmal Worte einfach komisch in eurem Kopf klingen? Wenn ihr sie redet? Und manchmal so Sachen wie doch beim Schreiben. Dann sitze ich davor und denke so, wird doch wirklich so geschrieben? Und dann bin ich mir echt unsicher, weil einfach die Reihenfolge in meinem Kopf manchmal keinen Sinn mehr ergibt. Okay, das Spiel hatte gerade einen Lag und hat doppelt gebaut. Wow. Weil er gerade gespeichert hat. Das ist immer... Also, die haben auf jeden Fall eine Race Condition in ihrem UI. Und das ist nicht geil. Das müssen sie schleunigst beheben. Ich habe dafür meine Windows 11 Pro über 200 Euro bezahlt. Warum lassen die mich nicht in Ruhe? Tja... Das ist halt auch so eine Sache bei Spielen heutzutage. Nicht? Du kaufst ein Spiel und dann kriegst du Updates, die du vielleicht nie haben wolltest. Das finde ich zum Beispiel auch nicht geil. Zum Beispiel, wie hieß das Spiel? Oh, habe ich die alle verballert? Warte mal. Ich habe die echt alle verballert, kann das sein? Ich habe die doch nicht in Kisten gelagert. Okay, wenn sie mir später über Weg laufen, werde ich mich ärgern, aber... Output! Achso, ich habe die alle hier schon reingelegt. Ah, stimmt. Oh, ich dachte gerade so, hä, wo habe ich denn mein Inventar hingemacht? 20 Sekunden und ich weiß nicht mehr, was zu tun ist. Was ich sagen wollte, also bei Spielen ist es ja auch so, wie bei... dem Weltraumspiel mit 1000 Planeten, nicht Starfield, dem davor No Man's Sky. Das war so ein schönes Erkundungsspiel und dann wurde es zum einem Base-Building, ich bleibe an meiner Stelle stehen Spiel. Ja, das ist vielleicht schön, aber es ist zum Beispiel nicht das, was ich gekauft habe. Und mir haben die Updates zum Beispiel gar nicht gefallen. Die meisten waren natürlich begeistert, weil das Spiel in die Richtung geht, in der es dann eigentlich mal geplant war. Aber ich fand die Updates nicht gut und habe seitdem nicht mehr gespielt und fand mich eigentlich um mein Geld auch beschissen. Und bei Windows ist genauso, nicht? Das sind Updates, um die du nicht herumkommst. Oder auch bei WoW oder sowas. Du kriegst da Updates, die will man gar nicht, aber du hängst halt in dem fest. Das ist halt schade. Man hat ja keine Wahlmöglichkeit heutzutage mehr. Okay, wir haben fortgeschrittene Teile. C. Was brauchen wir als nächstes? Also wir können ja mal gucken. Oh, nee, ich will das nicht herstellen. Also hier bräuchten wir Maschinenteile und Stäbe. Stäbe sind hier ein Problem. Da müssen wir nochmal gucken, wo wir die herkriegen. Hier Baublöcke und Förderbänder. Baublöcke. Förderbänder auch aus Maschinenteilen und Platten. Haben wir alles hier. Und die Dinge aus Stäbe und Platten. Okay. Und die Dinger aus Rohren, Beton. Erstmal will ich mich um die hier kümmern, weil die schwieriger sind. Aus Beton. Und machen wir so einen Tower mit den verschiedenen Stufen von den Sachen? Das wäre eigentlich gar nicht schlecht, oder? Dass wir so einen Tower hätten. Unten Level 1, 2, 3, 4. Und die sind dann in ihren eigenen Sachen drin. Weil die werde ich auch nicht erweitern. Also ich werde nicht mehr als drei Dinger für Level 1 bauen, für Level 2, für Level 3 und Level 4 und so. Hm. Probier No Man's Sky mal. Ist jetzt geil. Ich habe es ausprobiert. Also ich bin nicht mehr mit warm geworden. Also
Meine letzten drei Versuche endeten damit, dass ich durch den Boden gefallen bin, alles verloren habe und ich es dann deinstalliert habe. Und das war ein anderer Rechner, auf einem anderen Betriebssystem sogar. Ich weiß jetzt nicht, die letzten beiden habe ich ausgelassen, die Updates, aber die davor habe ich mir alle angeguckt. Ich habe noch nie so eine Grütze dann gespielt. Und wie gesagt, mit diesen Piratenangriffen und man muss eine Basis bauen und einen großen Transporter. Ich hatte ja diesen großen Transporter dann irgendwann mit 7 Millionen Einheiten, der irgendwas speichern kann. Ah, nee, es hat mir alles nicht gefallen. Also es ist für mich komplett, für mich persönlich, in die falsche Richtung gelaufen. Weil ich wollte eigentlich ein Exploration-Game, wo ich 1000 Planeten erkunden kann oder mehr Planeten, die alle immer eine unterschiedliche Flora und Fauna haben. Und das hat das Spiel halt nicht. Und das hat es auch nicht reinbekommen. Und da ist halt auch nicht so viel passiert in die Richtung. Alle Updates, die ich gesehen habe, war, du kannst jetzt einen Mech bauen, du kannst jetzt ein Raumschiff bauen, du kannst jetzt eine Basis bauen. Ja, aber ich will doch rumreisen, ich will keine Basis bauen. Ich will kein großes System bevölkern. Dann spiele ich ein anderes Spiel wie X4 oder Avorion. Ich wollte ein Erkundungsspiel haben. Da bin ich halt einfach sauer, dass das Spiel nicht das wurde, was ich wollte, nicht? Da kann das Spiel vielleicht nichts für. Aber ich hätte gerne halt einfach die Urversion und nicht die ganzen Updates danach, weil die brauche ich nicht. Aber es ist halt auch Geschmackssache, nicht? Und trotzdem ist es für mich ein Fehlkauf gewesen. Ähnlich wie mit Starfield. Starfield war auch, obwohl ich 249 Stunden gespielt habe, einer der größten Fehlkäufe. Und das war noch der beste große Fehlkauf, den ich getätigt habe. Cities Skylines 2 war mit der allergrößte Fehlkauf. Ja, eigentlich brauchen wir gar nicht hier so viel Fläche gerade, nicht? Die können wir ja später ranbauen, wenn wir sie brauchen. Dann können wir die nämlich woanders hinbauen und dann wissen wir, wie breit wir gehen können. Ist ja praktisch. Und was sagt das Netz? Ah, wir verbrauchen gerade mal 1,5 Stromquellen, nicht wahr? Ist ja gar nichts. Hier läuft auch noch alles. Die meisten sind eh stillgelegt, nur die hier hinten, die neuen, arbeiten wirklich sehr schick. Ja, dann würde ich sagen, bauen wir hier uns einen Tower hin. Wo machen wir denn den hin? Ich würde sagen, auf der Wüstenseite. Also da hinten. Wir gucken aber mal vorher, was wir brauchen noch. Rohre, nicht? Für Rohre brauchen wir nur Stahl. Okay, warte, lass das planen. Okay, beides gleichzeitig auf geht nicht. Also Stahl kommt von hier. Das heißt, Rohre könnten wir zum Beispiel hier produzieren. Beton haben wir hier. Aus Rohre und Beton wird dann Level 4 gebaut. Okay. Was haben wir noch? Rohre, Beton. Wo ist hier C? Rohr, Beton haben wir und fortgeschrittene Teile. Okay, also fortgeschrittene Teile, Beton, Rohre. Hätten wir hier Level 4 und die anderen Sachen kriegen wir auch von hier. Das Einzige, dass das hier zeigt jetzt in die falsche Richtung. Das ist blöd, weil das hatte ich anders geplant. Wahrscheinlich muss ich das eh nochmal abreißen und drehen, sodass ich es nach links, rechts erweitern könnte. Ja. Da habe ich nicht mit gerechnet, weil jetzt müsste ich immer von hier hinten rumgehen. Ich meine, ist jetzt auch nicht so dramatisch. Aber trotzdem nervig. Gut, aber hier ist schon der Fahrstuhl, nicht? Die ganzen Dinge sind ausgehoben. Aber ich könnte es genau flippen, nicht? Ich könnte das ganze Ding nehmen und in die Richtung einfach rüberziehen. Dann würde das hier alles erhalten bleiben und nur die müssten auf die andere Seite.
Cities habe ich nicht mal mehr auf der Festplatte, ich auch nicht. Also, das ist wirklich... Boah, und ich habe die Premium Edition geholt. Das tut richtig weh. Aber was jetzt bald rauskommt, am 20. Juni die Version 1 von Worker and Resources. Auf die freue ich mich ebenfalls total. Auch wenn das Spiel an sich ein paar Probleme hatte. Ich hoffe, die haben sie denn in der Version 1 in den Griff gekriegt. Das ist der beste City-Builder, den du spielen kannst, wenn du grafisch nicht die allerhöchsten Ansprüche hast. Das muss man so sagen. Aber ansonsten ist der tippitoppi. So, das können wir ja erweitern. Das heißt, wir können da vielleicht in diese Ecke gehen oder so. Ich mache mir hier mal so eine Sheet-Plattform. So. Und dann bauen wir hier die Rohre hin. Das sollte passen. Ich glaube, so viel Rohre brauche ich auch nicht. Ich glaube, wie viel? 2, 3 Fertiger für Rohre, das reicht locker. City hat ja auch nichts Grafik. Das stimmt. Also dafür, dass es so improformant läuft, ist es mit der Grafik echt peinlich. Also, dass sie sich da überhaupt mit rausgetraut haben, ist eigentlich schon ein Wunder. Cities, ein Feature, was viele wollten, aber dann doch von der dummen Chefin vom Spiel abgetan wurde, will ja keiner. Multiplayer. Als das Statement kam, war Cities für mich eh tot. Eigentlich davor schon, als dieser Kack-Launcher kam und als man das Spiel in den AGBs akzeptieren musste. Du wirst lachen, dieses Spiel ist ja auch von Paradox als Publisher und du hast auch hiervon einen scheiß Launcher. Der Launcher hat keinen Mehrwert, außer dass du einen Klick mehr machen musst, um das Spiel zu laden und sie irgendwelche Daten dadurch abgreifen können. Es ist einfach nur nervig und lästig. Und es gab mal eine Zeit, da hatte jeder seinen eigenen Launcher und dann gab es Steam. Und jetzt fangen sie alle wieder mit den eigenen Launchern an. Das ist wie mit, es gab ganz viele Videotheken, dann gab es Netflix und jetzt gibt es ganz viele Streamingdienste. Das kollabiert eh irgendwann wieder, weil das will ja keiner. Also das nervt doch einfach. Ich will einen Launcher, der sofort startet und nicht dennoch 50 Zwischenlauncher von jedem Hersteller. Das ist mir doch Wumpe, ob du das gemacht hast. Geh einfach weg, ich will das Spiel spielen. Ich meine, wenn du dir ein Bild anguckst von der Mona Lisa, kommt ja auch nicht vorher jemand und Moment, gucken Sie sich erst an, wer die Farben hergestellt hat. Oh, warten Sie, hier, wer hat die Leinwand hergestellt? Ich will einfach das Bild sehen, bitte lasst mich durch. Ich meine, dann würde ja auch keiner mehr Kunst angucken. Kann man aber abstellen. Echt, den Launcher kann man abstellen? Oh, oft ist er erzwungen und dann kann man ihn nicht abstellen. Oh, das ist ein guter Hinweis. Dann kann ich da mal gucken. Oh, wichtig, wichtig, wichtig. Guck mal, deswegen ist eine Community immer wieder sinnvoll, weil man dann Informationen kriegt, die man vielleicht selber noch nicht hatte. Ich muss auch gestehen, ich habe nicht mehr nachgeguckt, weil einmal, wenn es einmal nicht geht, nicht, dann guckt man nicht mehr nach. Wichtig und richtig auf jeden Fall. Beispiel Amazon Prime Video. Erst konnte man alles gucken. Jetzt, wenn man alles gucken will, muss man 5 Euro zahlen, dann 7 Euro, 12 Euro und dann noch zusätzlich Prime Video. Und dann hast du trotzdem noch Werbung vor den Serien. Zwar auch, ist ja nur Eigenwerbung für eigene Serien, aber wie ich neulich schon erzählt habe, du klickst auf eine Serie, die du gucken willst und kriegst einen Vorschlag für eine andere Serie. Wie wahrscheinlich ist es, dass du nach der Serie noch weißt, wie die andere Serie hieß? Also erstmal an der falschen Stelle die Werbung. Und wie wahrscheinlich ist es, wenn du wirklich Lust hast, eine Serie zu gucken, dass du durch einen Trailer sagst, oh ja, das ist geiler, das will ich jetzt gucken. Du hast dich ja schon aktiv entschieden für etwas. Also,
Ich verstehe das nicht. Also, auch vom marketingtechnischen Ansatz her muss das doch von irgendjemandem aus dem ersten Semester in der Probearbeit erstellt worden sein. Das kann doch nicht ernst gemeint sein als Marketing. Also, das müssen doch volle Honks sein, die keine Ahnung haben, wie Menschen funktionieren. Aber wahrscheinlich hatten sie Psychologie 2 Semester lang und wissen natürlich alles. Bauen wir 4 Rohrdinger, oder? 4 finde ich okay. Das ist eine schöne Zahl. Command. Ah, und dann direkt die Exe selber starten. Okay. Ah, ja gut, aber wenn du es über Steam startest, so wie ich, dann hast du keine Chance, das umzustellen, nicht? Du kannst nicht in Steam das Command ändern. Ja, ich starte immer über Steam, weil mein Desktop so voll ist, dass ich nicht auf ihn drauf gucke. Okay, ja. Dann. Man kann ja auch Steam-fremde Spiele zur Bibliothek hinzufügen, aber mit einem Ding wird das nicht funktionieren, Verknüpfung. Hier muss ja nur Stahl rein. Okay, da brauchen wir also nicht so viel Abstand. Machen wir so. I like you. Doch, in Steam eine Verknüpfung anlegen. Ah ja, okay. Wenn er das frisst, dann ist ja geil. Okay. Ja, das ist ja wunderbar, weil dann spart man sich wirklich den Müll-Launcher da. Perfekt, ja, danke. Das werde ich nachher gleich mal machen dann. Das ist Eingang, das andere ist Ausgang. Wir brauchen noch Strom. Strom kommt von vorne, den können wir hier an die Seite dann ranhauen. Das Lager braucht ein bisschen mehr Platz. Oh, wir haben nicht mehr genug Blöcke davon. Das ist schlecht. Tja, was bleibt uns dann übrig? Erstmal auf dem Trockenen weiterzumachen. Sagen wir, hier ist dann die Mitte später. Kann ich das in der Luft platzieren? Kann ich. Dann lassen wir den Abstand einfach so. Die beiden kommen zusammen. Und der geht da erstmal einzeln ran. Und Rondo. Und zack, die Bohne. Und danke für den Follow. Sehr gut, Max. So, ich bin weg. Morgen noch einmal hart arbeiten, dann langes Wochenende. Was? Das finde ich nicht okay. Ich verurteile das aufs Schärfste und wünsche dir trotzdem eine gute Nacht. So, das heißt, bis hierhin brauchen wir es. Und dann können wir hier den Strom an den Rand stellen. Und wenn wir Glück haben. Ja, wenn ich dahin gehe, wird es nicht klappen. Jetzt. Wir brauchen Kabel. So. Und das wird nicht reichen. Das heißt, wir brauchen noch ein Zwischending. Von dem gehen wir ab, oder?
Jetzt muss ich hier wieder übers Wasser werkeln. Warum zeigt er mir den Mast nicht an? Das macht mich irgendwie irre. Ah, ich glaube, ich muss... Ah, im Wasser muss ich in den anderen Baumodus. Stimmt. Und wir wollen... Ja, hier ist okay, oder? Nee, es ist unter Wasser. Das wollen wir nicht. Und ich hatte am Anfang noch die Ambition, nicht jeden von diesen Dinger mit einer eigenen Plattform zu bestücken. Da wäre ich ja verrückt geworden. So, da haben wir da oben Strom. Wunderbar. Du, 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 du. Achso, ja, was fehlt? Auf Ausgang stellen. Sehr, sehr gut. Jetzt ist die Frage, was stellen wir denn hierher? Ob ich davon da hinten noch Sachen habe? Rohre. Nee, Rohre waren alle, weil wir keinen Stahl mehr hatten. Die Rohre waren nämlich das mit das erste Problem, was wir bekommen haben. Ah, ich wollte ja noch einen vierten bauen. Hm, den habe ich vergessen jetzt. Aber das ist ja kein Problem, das zu erweitern. Ran und hier raus. Und dann müssen wir hier doch noch den Combiner irgendwie hinkriegen. Und der sitzt natürlich dann eng an eng. Vielleicht machen wir das doch noch mal eins weiter nach hinten. Dass wir ein bisschen mehr Luft haben oder zwei Wegen sind. Mag nicht, wenn die Sachen so eng an eng sind. Okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu weit da hinten, oder? Ah, komme ich ran. Anderer Baumodus. Ja. Drei reichen doch eigentlich. Habe ich es ein bisschen zu gut gemeint. Rum, rum, ran. Ach ja, aber es gibt so viel Sachen, die komisch laufen, nicht? Und die man verbessern könnte. Aber wenn man sich da die ganze Zeit drüber aufregt, ich glaube, dann kriegt man auch nur schlechte Laune. 2 hours later. Oha. Da hat jemand die Funktionen entdeckt. Ich bin halt auch nicht der Schnellste. Also in meinem Alter muss man mir auch mal ein bisschen Chancen geben. So. Achso, und das geht nicht, weil kein Strom drunter kommt unter die Dinger. Gut, wir können ja ein bisschen cheaten. Dass wir genug Plattform haben. Rohre. Dann können wir die hier nämlich mit reinwerfen, die wir haben. Und dann können wir jederzeit hier Rohre rausholen. Ist doch gut. Sehr gut. Dann können wir respawnen. Und hier weitermachen. Ja. Oh. Unabsichtlich ausgelöst. Es gibt keine Erstattung. Okay, hier werden nur noch die Platten angeliefert dafür. Das heißt, dann würde ich sagen, dann lassen wir das doch mal leer laufen.
Wir können ja auch mal eine Forschung anstoßen. Ich forsche ja gar nicht. Chemische Verfahren. Was haben wir hier? Auswahllader. Lader dritte Reihe, Glasproduktion. Die Pumpen. Strommast groß. Der klingt doch gut. Und die Bergbaudrohnen. Oh. Höhere Drohnenfrachtkapazität und Abbaugeschwindigkeit. Gut. Ich will eigentlich gar nicht höhere Abbaugeschwindigkeit aktuell haben. Das brauchen wir später. Boah, die Lücken hier sind ja gefährlich. Und dann wollen wir uns noch... Boah, diese Level-1-Dinger hier. Der stellt Förderbänder her. Gut, wir müssen ja... das Lager dahinter am besten leer kriegen. Und das hier brauchen wir auf jeden Fall. Die nehme ich mal alle mit. Ich finde deine Stimme angenehm, bin aber hetero. Ja gut, das muss man ja nicht dazu sagen. Man kann ja auch so Stimmen angenehm finden. Ich finde meine Stimme zum Beispiel nicht wirklich angenehm. Ich finde die sehr nasal oft. Und das stört mich selber. Ich mag so brummige Stimmen viel lieber. Aber ja, danke. Freut mich, wenn auch mal meine Stimme gefallen kann. Man muss ja auch nicht immer alles schlecht finden. Und hinterfragen. Man kann es ja auch einfach mal akzeptieren, nicht wahr? Ah, hier können wir auch noch ordentlich abreißen schon mal. Das ist ein richtiger Rückbau. Die Dinger hier müssen eigentlich auch weg. Wir wollen erstmal nicht, dass die neues Zeug reinbauen, nicht wahr? Ihr wartet. Nee, noch besser. Wenn wir da anfangen. Huh, ich habe mir fast den eigenen Ast unterm Arsch weggesägt. Sie ist ruhig, das finde ich gut. Das finde ich auch, nicht? Es gibt viele Leute, die so... Aber das finden junge Leute besser, schnell reden. Und nicht auch mal eine Pause machen. Manchmal bin ich aber auch sehr quirlig, nicht? Und dann werde ich dann schnell, wenn ich aufgeregt bin und dann... Aber an sich versuche ich auch eher die Sachen ruhiger anzugehen. Auch wenn es mir nicht gelingt. Aber das ist ja... Man ist ja, wie man ist. Nicht alles kann man steuern oder... kontrollieren. Und das gehört, glaube ich, mit dazu. Deswegen muss man es so mögen, wie es ist. Oder eben nicht. Aber schön, wenn es manche Menschen mögen. So. Und in letzter Zeit wird es auch immer mehr. Das gefällt mir auch sehr gut. Gerade wenn man mal ein, zwei Personen im Chat hat, mit denen man reden kann, macht das Ganze 1500% mehr Spaß, als wenn man alleine ist. Problematisch ist bei mir, ich wechsle halt sehr gerne das Spiel und dann ist halt schnell mal die Situation da, dass die Leute, die mal sich angesammelt haben, dann wieder weg sind, weil sie diese Spiele nicht mögen, was ich dann spiele. Und dann kommen neue Leute und dann wechselt man wieder das Spiel. Oder es gab ein Update und geht zum anderen Spiel zurück. Da bin ich halt sehr... in einer blöden Situation. Oh, wir haben keinen Platz mehr. Okay. Dann bringen wir aber noch ein bisschen Zeug hier in unsere Kisten rein. Ich hüpfe immer irgendwie gegen die ganzen Sachen. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich die Pellets noch mal jemals brauchen werde, nicht wahr? Aber ich kann die auch nicht wegschmeißen. Selbst wenn ich wüsste, ich kann, brauche sie nicht mehr, würde ich irgendwo ein Lager machen, wo ich sie habe. Einfach mit dem Wissen, ich könnte jederzeit auf sie zugreifen. Okay, viel mehr kann ich nicht ablegen. Müssten aber Stangen mitnehmen. Oh,
Stimmt, das könnten wir machen. Wir können aus den Stangen direkt... Förderbänder machen. Weil wir ja da die Level 1 Dinger alle haben. Forschung abgeschlossen. Sehr gut. Dann brauche ich nämlich eigentlich nicht mehr die ganzen kleinen Strommasten zu bauen. Es sind auch schon wieder die Stäbe und Platten alle. Okay, alles alle. Dann haben wir nur noch 280 von denen übrig. Und dann müssen wir jetzt eigentlich warten, bis die Stäbe fertig werden. Können wir noch irgendwas abreißen? Also das hier wird unser Sorgenkind irgendwann. Weil das nächste Vorkommen... wäre entweder hier unten ein kleines oder halt die hier. Deswegen war die Fabrik eigentlich hier geplant, damit ich die hier hochliefern kann und die hier rüber. Da jetzt aber das Öl da ist, macht das natürlich mehr Sinn, hier hinzugehen. Und weil hier das Ignum-Erz war, bin ich nach hier gegangen. Und hier ist auch noch eine unbekannte Ressource. Hier ist natürlich Berg, das ist blöd. Aber dann muss ich das Zeug von hier... Und da ist jetzt der Trick. Ich glaube, dieses Förderband, was jetzt hier Platten liefert, werde ich einfach umdrehen. Und dann liefert das auf dem Rückweg das blaue Zeug hier hin, wo wir es brauchen. Und dann machen wir vielleicht am besten hier, dass es hier hin liefert, vielleicht doch eher. Und dann machen wir hier eine Stabfabrik oder so. Und dann haben wir hier unten die Stäbe und Technum-Erz. Hast du schon die großen Strommasten gerade freigeschaltet? Und wir wollten noch weiter forschen. Da gab es noch irgendwas Tolles, was ich hier die Bergbaudrohnen... Obwohl ich die eigentlich nicht mag. Aber wir können sie ja trotzdem mal forschen. Besser haben als brauchen. Erz, nee, das habe ich noch nicht. Das heißt, wir dürfen sowieso alles nochmal irgendwann umbauen. Oder anschließen zumindest. Aber ich habe so gebaut erstmal, dass wir hier immer noch ein Reserve-Ding hätten. Nur hier beim Stahl ist jetzt erstmal blöd. Das hätte keine Alternative. Ich meine, unser Strom kommt von hier hinten. Hier ist unser Strom. Der wird bis hier hinten geliefert. Also von daher, zur Not müssen wir... lange Wege in Kauf nehmen später. Oder nochmal neu bauen an anderen Stellen. Ja, du läufst langsam leer, das ist gut. Dich kann ich noch wegnehmen. Du läufst langsam leer, das ist auch gut. Ihr produziert noch nach. Ihr kommt hier hin überall rein. Was stellst du her? Du kriegst noch alle Sachen rein. Level 1. Du machst Level 1 und du machst die Platten. Genau. Das bleibt auch erstmal noch hier. Das hier könnte weg. Weil da passiert nichts mehr, aber ich kann das Zeug im Inventar nicht gebrauchen. Oh. Aber es muss trotzdem ja irgendwie weg. Hilft ja nichts, wenn ich es aufhebe. Oh. Scheiße, war eine Lücke. Aber hier ist eine Treppe zum Glück. Erz hast du später unendlich. Ja, yeah, ich weiß. Ich weiß, zum Glück. Aber so weit sind wir noch nicht. Und die Erzvorkommen hier sind halt schon ausgelaufen. Nur deswegen baue ich das ja um. Das war eher so das große Problem.
hier war mein Technumerz. Und das war halt schon als erstes weg. Oder nee, wie Xenophyrit, nicht? Ah, ich verwechsel die beiden immer. Und das hier ist auch schon langsam alle gewesen. Also da hätte ich wieder alles umbauen müssen und da hatte ich keine Lust zu. Dann habe ich gesagt, na, bevor ich das hier alles umbaue, kann ich auch komplett umziehen nochmal. Und alles ordentlich bauen, weil man ja hier alles noch Level 1 Dinger hatte und dann kann man es upgraden, aber ja, dann kann ich auch neu bauen. An der besseren Stelle. Das ist halt... Aber das bleibt bei solchen Art von Spielen halt auch nicht aus. Das gehört ja mit dazu. Und ich finde, in dem Spiel hält es sich an sich in Grenzen. Man kann eigentlich mit der ersten Ladung effizient genug die Sachen herstellen. Wenn man nicht so lange Förderbänder oder so macht und da die Ressourcen reinballert, dass man da durchaus bis Stufe 3 locker rankommt. Das mache ich hier mal lieber einzeln. Ach komm, das kann alles weg, oder? Das kann echt alles, alles weg. Wow. Ah, ich habe keinen Platz mehr, deswegen hat er nicht mehr abgerissen. Ja, jetzt habe ich den ganzen Schotter hier drin. Aber die erste Basis, man denkt auch, boah, ist die riesig. Und irgendwann, dann fängt man an, an anderen Stellen zu bauen. Lagern wir das mal hier. Das Mineralgestein kann hier auch erstmal rein. Und der Beton, der nervt mich auch schon die ganze Zeit. Und man denkt hier so, boah, was ist das für eine Plattform? Und oh, hier hoch, runter. Und jetzt habe ich irgendwie die Dinger verteilt auf ein Gebiet von hunderten Quadratkilometern gefühlt. Aber das ist auch das Schöne. Und was mir hier ein bisschen besser gefällt, als bei Dyson Sphere Program zum Beispiel, ist irgendwie diese Zugänglichkeit. Also man muss nicht sofort immer alles umbauen. Man kann die Sachen auch mal stehen lassen. Bei Dyson Sphere Program war irgendwie immer so, man setzt was, ah, eine neue Sache freigeschaltet. Okay, ich muss alles nochmal komplett umbauen. Das war ziemlich nervig designt, so vom Spielablauf her, fand ich. Klar hätte ich das auch immer stehen lassen können, aber der Roboter war langsam, dann war die Energie alle, das heißt, man konnte gar nicht so weit laufen. Oh, das war irgendwie, das hat mir irgendwie gar nicht gefallen, diese Limitierung. Eigentlich kann das hier auch jetzt weg, oder? Eigentlich kann das jetzt alles hier weg. Dann fangen wir da unten an. Ich darf nur nicht runterfallen. Das wird sonst blöd. Okay, ich muss in das mittlere Ding. So. Na. Na. Ja. Okay. Bis darüber. Bis hier runter und dann hoch. Ich glaube, dann haben wir alles erwischt. Sehr geil. Die paar Dinger reiße ich hier noch manuell ab. Oh. Dann kommt das noch weg und dann fühle ich mich schon relativ zufrieden. Die Treppe da unten lassen wir mal noch. Wer weiß, wann ich das nochmal brauche, falls ich in das Loch falle. Ich kenne mich. Und die Plattform hier für Strom brauche ich auch noch kurz. Ich glaube, da haben wir schon gute Fortschritte im Rückbau gemacht. Und man kriegt ja auch Ressourcen wieder dadurch. Oder zumindest Bauzeug, mit dem man dann woanders weiterbauen kann. So wie die Platten hier. Die können wir direkt dann in die 2-3 Stockwerke Forschung stecken, die wir dann haben. So, das heißt, mit allem, was wir gelootet haben, ab zurück.
Oh, aber wartet. Ja, ich wollte Stäbe mitnehmen. Gut, dass ihr mich erinnert. Oh, wir sind voll, nicht? Warte mal. Dann machen wir... die Sachen vielleicht da oben rein. Jetzt passt's, oder? Ja. Hast du auch gespielt? Ja, nicht? Also, ich glaube, das hat auch jeder gespielt. Ich bin zum Beispiel auch bei Satisfactory. Auch, ich habe oft angefangen, aber habe ich auch nie so weit gespielt. Also, meistens so bis zum Öl und dann war auch vorbei. Und auch bei dem Spiel bin ich eigentlich nur einmal weitergekommen als bis zum Öl. Aber das lag eher daran, weil das Öl damals nicht drin war. Und dann immer die Motivation aufzubringen, da nochmal hinzukommen, war eigentlich nicht mehr da. Bis jetzt. Okay. Das ist auch leer. Dann können wir die auch noch wegnehmen. Warte, warte, warte. Wir dürfen nicht den Boden wegreißen. Du, 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 du. Okay. Was ich nicht gespielt habe, ist zum Beispiel Factorio. Da habe ich nie Zugang zu bekommen. Ich mache das mal weg, weil ich falle immerhin durch diese Lücken hier. So, Rand kann ich erkennen, aber Lücken mittendrin nicht. Und falls wir runterfallen, haben wir einen Aufgang. Wir wollten Stangen mitnehmen. Nehmen einfach alle Stangen mit. Ohne Platten können wir eh nichts machen. Das heißt, wir laufen nochmal zurück. Und ich würde sagen, alles, was hier ist, bis auf die Forschungsserver, die holen wir uns dann nach und nach rüber. Die sind die einzigen, die jetzt mich noch interessieren. Aber alles andere hier kann dann weg. Wir können auch dieses Basisding dann mitnehmen und so. Ist das nicht ein 2D-Spiel? Ja, ich glaube, das war noch 2D. Ich meine, 2D-Spiele sind nicht unbedingt schlecht. Gibt viele sehr, sehr gute, aber hat mich nicht abgeholt, nicht? Es gibt so Grafik, wo ich sage, oh, das macht auch in 2D total Laune. Zum Beispiel Rollercoaster Tycoon erst wieder die Woche gespielt. Da machen wir auch nochmal weiter, vielleicht morgen. Und ich kann mal gucken, ob das hier alles noch klappt. Ah, ist alles voll schon. Und ja. Wo war ich? Kopf komplett vergessen. Das ist ganz schlimm bei mir. Mein Kurzzeitgedächtnis hat echt ein Ding wegbekommen irgendwann mal, glaube ich. So, 10. Von den Dingern brauchen wir auf jeden Fall noch welche. Was brauchen wir noch? Was haben wir gesagt? Auf jeden Fall die Fertiger. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Stellen wir erstmal 10 her. Forschung abgeschlossen. Sehr gut. Dafür brauchen wir aber die Leiterplatten. Die haben wir halt noch nicht, weil wir das Olomit noch nicht abbauen. Aber wir haben also jetzt alles beisammen.
Bis auf die Level 1 Sachen, okay. Um weiterzubauen. Warte mal, wo? Da hinten. Da wollen wir hin. Okay. Irgendwas hatte ich angefangen mit Rollercoaster Tycoon spielen, nicht? Ah ja. Ach, mein Kopf. Wie sagt man immer so schön, als Kind so oft auf den Boden fallen gelassen oder so? Ich schwimme da noch rüber. Und dann haben wir noch einen abschließenden Blick auf unser Imperium. Und wie hoch ist das hier? Höhe 136. Ja, das ist ja optimal. Das heißt, hier müssen wir nicht mal viel abbauen. Wenn das hier eh die Grundhöhe ist, passt das doch super, wenn wir hier unseren Tower hinbauen. Für die Forschung. Einfach in die Richtung, bisschen übers Wasser. Und dann können wir hier alle Sachen immer zusammenführen. Und von den anderen Seiten erweitern und so weiter. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dann und tschüss.